Hallo Zuschauer meines YouTube-Kanals. Einer von euch hat sich eine Rezension mal gewünscht bei einem vorhergehenden Weihnachtsset von Qingbao im letzten Jahr. Ich versuche das jetzt mal. Mal schauen, ob das Ganze so funktioniert. Bin jetzt nicht gerade der allerbeste Redner. Vor allem mit der Kamera. Na, schauen wir mal. Also, was stelle ich euch heute vor? Santa's Visit von Lego. Die 10293, 1445 Teile, 18 Plus Set, ja, kann man jetzt so stehen lassen. Können natürlich auch kleinere bauen. Aber ein sehr schönes Set aus der Winterreihe, kommt ja jedes Jahr ein neues. Letztes Jahr noch exklusiv in den Lego Stores und seit diesem Jahr im öffentlichen Handel. Wenn ihr immer ein bisschen Geduld habt, so wie ich, ich habe mir einen Alert mal geschalten. Ich habe das Ganze wirklich neu für 63 Euro bekommen. Also ein super Preis für das, was man auf jeden Fall bekommt. Auf der Verpackung selber steht 1 bis 2 Leute können es bauen. Ja, für den zweiten bleibt aus dem Set eigentlich nur die kleine Anleitung hier. Da wird einmal der kleine Gartenzaun hier gebaut und der Weihnachtsbaum hier mal mit Beleuchtung. Ist sehr cool gemacht. Hier innen ist der Stein. Bisschen draufdrücken hier in dieser Aufnahme und schon leuchtet das Ganze. Wollen wir mal schauen, also es fehlt nicht viel, dass er unten bleibt. Bin mal gespannt, wie lange die Batterien halten, wenn der auf Dauerstrom ist. Naja, wie gesagt, das ist die kleine Anleitung hier. Also da ist jetzt die zweite Person nicht lange beschäftigt. Seite. Und das ist die Anleitung für das Haus, das Santa besucht. Total einfach, also wie gesagt, das 18 Plus kann man sich schenken. Kann man im jüngeren Alter auch bauen. Ich finde es sehr interessant, wie das Ganze gebaut worden ist, mit den ganzen Winkeln. Ah, geht sogar. Ah, geht sogar. So, alles raus, was beweglich ist. Jawohl. Hier ist noch Mutti. Kleines Kind. Mädchen. Und Santa. Hier mit, geht das bei mir auch mit Fokus? So, dann kommen wir mal zum Häuschen. Schauen wir, ob das Ganze kippen kann. So werden die Winkel zusammengebaut, also die ganze Fläche, sind drei Flächen mit Flügelelementen, wo dann unten verbunden werden. Die Dachkonstruktion fand ich noch spannender, wie das Ganze auch hier aufgesetzt wird. Den noch abziehen. Zusammenbauen, dass das noch passt, so, bis aus dem Modell gekommen ist, so. Ja. Und das sind hier die Flügelelemente, ja, war schon einfach hier eben blau-rot, damit man auch ja weiß, welche Seite verbunden wird, wird dann so eingeklappt und angelehnt und hier über die rote Stange in diese Öffnung hier Finger im Weg, so eingesetzt. Ja, und auch die anderen Seiten hier. Ja.
aus zwei Lagen zusammengebaut und dann hier eingesetzt. Ja, das Schräge ist normalerweise noch nicht ganz so da. So, drin, angelehnt. Hier eingesetzt und runtergedrückt. Also am spannendsten fand ich eigentlich noch den Balken hier, der liegt erst hier auf den Seiten auf, wird dann hier in der Mitte noch zur vorderen Wand befestigt und dann ist es hier eine recht stabile Angelegenheit. Hier kann man es anheben. Ja, okay, dann nicht ganz. Ja, gerupft heute schon, aber trotzdem tolles Set. Hier mit Türchen. Gehen wir hier innen nochmal durch. Natürlich hier der Kamin. Kippen. Kamin mit schönen Socken. Der Tisch mit den einzelnen gebauten Stühlen. Und ich fand eigentlich richtig cool die Küche. Wie mit lauter kleinen Elementen. Der Ofen, hier eine KitchenAid. Also, ich finde es echt toll. Am Haus, das Negativste finde ich eigentlich hier diesen gackeligen Baum. Der gefällt mir jetzt nicht so. Einmal hier mit hellbraun, dunkelbraun. Ja, es kommt auch blau durch. Ja, finde ich jetzt nicht so gelungen. Ja. Alles Aufkleber, ich habe es ja dran, weil dieses Set wird bei mir normalerweise nicht zerlegt und kommt in die Weihnachtsstadt. Und so bleibt das Ganze. Ja, und jetzt noch die Funktion. Santa kann auch natürlich durch den Kamin kommen und rutscht unten raus und bringt Geschenke vorbei. Richtig toll. Also hat Spaß gemacht, interessante Bautechniken, mal nicht mit Mauersteinen der Kamin gebaut, mal anders, aber wirklich auch einzelnen Bricks. Man kann auch das obere hier abnehmen, falls Santa im Kamin stecken bleibt, dann kann man hier nochmal ein bisschen durchdrücken. Ja, also wirklich toll, nur zu empfehlen. Ja, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, das Speed-Bild anzuschauen und mein Review. Dann macht's gut, bis bald.